Ja, hoi meine Freunde von heute, willkommen zurück zu My Little Puzzles 2, The Continents of Knowledge. Im letzten Part haben wir Schloss Nummer 3 abgehakt und das erste Level von Welt 4 und heute geht es in Ghost Ninjis Home. Viel Spaß! Leute, ich habe ein riesiges Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll, wenn ich jetzt keine Begrüßung mehr mache. Das ist ganz komisch. Ja, ich weiß nicht, was ich da gerade gesagt habe, weil ich bin lustig und nehme das immer erst nach der Aufnahme auf. Weil das auch klug ist, dann kann ich euch ein bisschen spoilern, haha. Irgendwie habe ich bestimmt irgendwas gesagt, ich weiß es nicht. Heute Ghost Ninjas Home. Wir versuchen es, ich habe keine Ahnung, wie wir es schaffen. Peels. Haha, wie immer am Anfang eines Levels. Ich habe beschlossen, weil die Level ja wirklich schwieriger werden. Wir gucken uns das Level immer erst einmal an. Wir haben einen Ninja, wir haben einen Yoshi, wir haben einen Pilz und noch einen Ninja. Noch einen Ninja, ein P-Switch, eine Sphäre, ein Pilz, ein Mancher, der einen massiven Block versperrt. Ninja, Kiste, Ninja. Da oben sind Sternblöcke, das heißt, hier wird irgendwo ein Stern sein. Ein P-Switch hinter der Wand, ein Schlüssel. Stimmt, es gibt ja zwei Exits, und Feuerblume. Feuerblume? Haben wir eine Feuerblume gehabt? Ach, da unten hatten wir sie. Ja, ich habe sie gerade gesehen. Okay, heißt, da unten in der Mitte ist die Feuerblume. Das heißt, das wird das zweite Exit sein. Das heißt, wir müssen erst den grünen Schalterplatz aktivieren, wie es aussieht. Weil ansonsten, ja eben, kommen wir hier nicht lang. Gut zu wissen. Also, Schalterplatz ist Schritt Nummer 1. Gut zu wissen. Nicht klein? Nee, ich hab einen Yoshi. Yoshi, weg. Jetzt bin ich neugierig eigentlich gerade mal. Taucht ein Baby-Yoshi eigentlich wieder auf? Ich meine, ja, er taucht wieder auf. Okay. Ich habe gerade Sorgen gehabt, weil das ein Leben geworden ist, dass der nicht mehr zum Yoshi zurückgeht, aber gut. Okay, was machen wir mit dem Yoshi? Wir haben hier ganz viele Ninjis. Ich glaube, ich habe 6 Ninjis gezählt, ne? 4, da, und da hinten waren noch 2. So. Wir brauchen einen P-Switch. Wie kommen wir an den P-Switch? Wir könnten Yoshi groß machen, aber dann komme ich ja da unten nicht mehr lang. Vor allem, wie ich das gerade richtig gesehen habe. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Aua. War der P-Switch, der silberne P-Switch gerade versperrt? Antwort? Trommelwirbel? Ja, war ja scheiße. Okay, das heißt, wir brauchen hier drin einen großen Yoshi. Ja, gut, ne? Ich muss mir mal kurz am Rücken kratzen, die juckt mir gerade. Ja. Okay, da reinzukommen ist kein Problem. Moment, doch, ist es wohl. Vielleicht sollten wir uns erstmal. Wie kriegen wir den Yoshi groß? Da ist ein Pilz. Da ist ein Reset-Door. Am Anfang war auch ein Pilz. Das heißt, wir können zwei Pilze nehmen und den Yoshi füttern hier. Das sollte gehen eigentlich. Haben wir einen großen Yoshi? Gut. Das wäre Problem Nummer 1, aber. Das löst. Nein. Oh, nee. Oh, nee. Ich bin irritiert. Moment. P-Switch. P-Switch. Wo kriege ich einen zweiten Yoshi her? Frage ich mich gerade. Theoretisch, ich kann mit dem Yoshi nicht hier reingehen, ne? Das ist ja abgeriegelt, genau. Da komme ich niemals mit dem Yoshi durch. Hier müsste ich theoretisch. Ich weiß sogar, glaube ich, wie ich an den P-Switch drankomme. Warte, es gibt eins. Da haben wir ein, zwei. Und drei Ninjis. Das klingt gut. Vier. Fünf. Das heißt, hier könnten wir einen großen Yoshi machen und einen Pilz essen. Könnten den Stern sammeln, könnten da durchflitzen. Oh, das wäre einfach. Das wäre die einfache. Das ist. Das wäre das Exit. Aber wie kriege ich. Ich brauche einen zweiten Yoshi. Wo kriege ich einen zweiten Yoshi her? Ja, gute Frage. Oder kannst. Ich habe eine Vermutung. Vielleicht haben die wieder asozial 2R dahingelegt. Und weil eins über den anderen liegt, ist das eine Ei nicht sichtbar. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen mal nebenbei den P-Switch raus. Ich sagte, wir nehmen den Yoshi. Nein.
Böser Yoshi. Ganz böser Yoshi. So, Peach draußen. Sicher, sicher, ich will es richtig machen. So. Okay, wir haben einen P-Switch. Da ist noch ein Yoshi. Warum ist hier ein zweiter Yoshi? Und das Problem ist, ich bin nicht mehr groß. Das heißt, ich muss einen großen Yoshi kriegen. Ich muss selber groß werden. Okay, aber auf jeden Fall sind da zwei Yoshi übereinander. Das ist auf jeden Fall schon mal eine einsichtige und angenehme Lösung. Das heißt, das Problem wäre gelöst. Ich hoffe, es sind zwei Yoshi übereinander. Ansonsten gibt es irgendeine SMW-Sache, die ich nicht weiß. Stirb. Oh Gott, ist das grausam gewesen. Okay. Machen wir mal Folgendes. Wir holen uns genug Pilze, dass wir Yoshi groß machen können. So. Wir wollen den Pilz in der Mitte noch behalten. Natürlich möchte ich gerne auch dabei groß bleiben. So. Ninji springt hoch, das ist schön. Das kann man platzieren, der Ninji, ja? Der versteckt sich so voll hinter dem Pilz. Richtig uncool. So, großer Yoshi. Ninji sollten wir nicht töten, wir brauchen 5 Stück immerhin. Ich sterbe auch immer an denselben Blocken, das ist ärgerlich. So. Spring hoch, kleiner Ninji. Spring hoch, kleiner Ninji. Ach, fuck you. Da war ich noch ein bisschen zu flott. Dankeschön. So, das bedeutet aber auch, dass wir die Lösung haben, ne? So. Yoshi weg. Jetzt müsste ein neuer da auftauchen, ne? Ja. Hätte mich noch nicht groß machen sollen. Bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel, ich hätte mich nicht groß machen sollen. Okay, ich gebe zu, das war dumm von mir. Aber das Level ist diesmal nicht so schwer, muss ich zugeben. Also, ich habe ein Gefühl, die anderen Level waren doch ein bisschen komplexer. Ich sterbe schon wieder. Ey, dieser Block, ne? Nicht groß werden. So, ich war schon wieder kurz davor, den Pilz einzusammeln. Es tut mir leid. Verdammt. So. Gut. Fick dich, Yoshi! Dazu habe ich dich nicht erzogen. Oh Gott, jetzt muss ich den Yoshi töten. Ohne, dass ich da das Ding wieder frei habe. So, den nehmen wir jetzt, können wir natürlich auch hier zurück. Ohne, dass wir sterben müssen. Stopp. So, und jetzt sollten wir ohne Probleme mit dem Pilz zu... Na, lass du das wohl sein, Yoshi. So. P-Switch drücken. Und jetzt müssen wir warten. Dankeschön. Na, 4 und tot. 5. So, Peacefish-Stimmer, den wir brauchen. Den Yoshi brauche ich gar nicht mehr, ne? Nö, brauche nur den Peacefish. Boah, da war die Lösung echt einfach. Das ist ein... Bleib! Das war ein böser Peacefish. Ich glaube, ich habe das Stenkrad missbraucht irgendwie, aber es hat alles geklappt. Wuhu! Geschafft. Und mein Kopfhörer rutscht raus. Scheiße. So. Oh, ich habe Scheiße gesagt. Tut mir leid, liebe YouTube-Community. So, das wäre geschafft. Und lass mich raten, es wird zum P-Switch. Ja, das war... gut. Precogniton. Nee, warte. Precognition. Was auch immer das ist. Palace. Ach, wieder die Musik. Und es geht wieder nach rechts. Nach links. So. Und eine... Oh, nee. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte.
Kann ich hier drauf stehen eigentlich? Nein, kann ich nicht. Komm ich da oben an den Block dran? Verdammter Block! Ich will dich haben! Ne, hier kann man nicht stehen. Fick dich! Fuck you! Hätte ich mir eigentlich denken können. Wofür will ich den Block eigentlich? Weiß es noch nicht. Da ist ein Pilz drin. Das waren Notenblöcke, genau. Da ist ein Yoshi. Ja, aber ich kann doch hier nicht durch. Es ist ein P-Switch, okay. Hä? Waren die nicht hellblau immer markiert, die P-Switch-Dinger? Hört's hoch! Ich wollte mein Geld zurück. Ist hier irgendwo ein P-Switch? 5 Euro, dass da oben eine drin ist. Nee, warte. Gar nicht da, sondern, warum starte ich eigentlich hier? Kann ich nicht wieder zurück in den einen Raum starten? Ich muss immer lang gehen. Das nervt. Kann man eigentlich da noch was sehen? Da ist nichts. Okay. Ich brauche einen P-Switch. Wo kriege ich den P-Switch her? Ich glaube, die Teile will ich auch gar nicht aktivieren. Wenn ich da oben drin bin, komme ich aber nicht mehr raus. 3 Futterquellen für Jo. Nur 3. Ich will ja mal gucken, ob da das drin ist, was ich brauche. Da ist eine Münze drin! Ernsthaft? Als ob da nur eine Münze drin ist. Gut, brauchen wir irgendwo eine Münze? Wir gucken uns erstmal, wie das Level ankommt. Ewiger Abgrund. Toll. Da ist der P-Switch. Alter, wie weit geht das Level denn noch? What the fuck? Da müssen wir rein. Das heißt, wir brauchen die Feuerblume. What the fuck? Okay. Ja, das Teil hier kenne ich schon. Das habe ich, glaube ich, mal in Super Conan oder wie es hieß, was mir der Chosen 2 zugeschickt hat, gesehen. Das ist bestimmt so eine Kette. Nur halt mit anderen Blöcken. Ja, gut. Die Frage, die ich habe, wie komme ich an den Block hier vorbei? Nur noch so ein Trottel, ne? Ich glaube, ich hab's. Aber ich hab's. Ich probiere es erstmal. So. Also. Lieber kleiner Yoshi. Aua. Ich hoffe, ich lieg richtig mit dem, was ich vorhab. So. Na. Nein, 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 nein. Ich will das nicht aktivieren. Ich will auch nicht den Cooper töten. So, gehen wir erstmal hier oben drauf, so aus Safe State, sicherheitshalber. Alter, als ob der mich da... Auf einmal sieht der Pisser mich! Auf einmal sieht er mich nicht mehr, klar. Das ist nervig gerade. Vor allem möchte ich einfach nur da rein. Aber die hätten sich ja... Ich will das Ding nicht... Ich darf das Ding nicht aktivieren. Dankeschön.
So. Ich will Yoshi mitnehmen. Oder ich komm doch gar nicht mehr zurück. Oder? Hey, nee, ich komme gar nicht mehr zurück. Aber es sind massive Blöcke drin. Von der Seite kann ich... Ich kann es von der Seite nicht aktivieren. Hä? Ich check das nicht. Wie soll ich hier vorankommen? Es gibt keinen Weg voran. Es gibt keinen Weg voran. Ich kann hier nicht vorbei. Es gibt kein... Hä? Autsch. Reflex, sorry. Nennt mich jetzt dumm, aber... Es gibt keinen Weg. Ich meine, ich habe hier schon geguckt, was hier drin ist, und da ist eine Münze drin. Hier sind Blöcke, hier kommen wir nicht durch. Hier ist Ende für uns, wenn wir da reingehen. Es gibt keine Lösung. Warum können wir das nicht aktivieren? Das verstehe ich nicht. An der Stelle frage ich mich auch, wie soll man denn wieder zurückkommen und den Yoshi kriegen? Brauche ich überhaupt den Yoshi? Mal so gefragt. Klar, ich brauche den Yoshi. Brauche ich auch die Feuerblume. Man kann mir sagen, was man will, aber ich sehe ja gerade keine Lösung. Oh, wagt es dich. Wagt es euch. Ich wollte da gar nicht rein. Wo führt mich das hin? Du bist sehr viel flexibler, während du einen kleinen Yoshi trägst. Was? Carrying a small Yoshi compared to riding a big. Als wenn du einen großen. Ja, nein! Ich heb übrigens gerade meinen Einspruch. Denn, an der Stelle will ich mal kurz erwähnen. Also, jetzt liegst du in der Hinweisbox, die ist okay. Aber da war kein R auf der Tür. Ich dachte, das führt mich irgendwo anders hin. Ja, Hilft mir nicht. Hilft mir rein gar nicht. Ich krieg den Yoshi da nicht raus. Hier, Yoshi, frisst den Pilz. Bitteschön. Dann verzichte halt, du Arschloch. Es gibt gerade für mich keine offensichtliche Lösung. Sorry, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, aber das. Es gibt nichts. Es. Was soll ich machen? Also, folgendes. Damit ihr versteht, warum ich das nicht verstehe. Das klingt komisch, aber ist es gerade so. Also. Verständlich für mich? Der Block hier oben. Der ist, damit wir oben rankommen. Klar, ist kein Problem. Unverständlich für mich ist eher... Die Szene hier. Da ist eine Münze drin. Was bringt mir eine Münze? Ist doch ohne Witz. Ich komme auch hier nicht mehr raus. Mal Tatsache, wenn wir hier jetzt mal, sagen wir mal, auch rausgekommen wären, ne? Dann frage ich mich immer noch, was wir, im nächsten Gebiet machen sollen, und zwar bei der Kette. Da kommen wir nicht mehr vorbei. Oh, Baby-Kuppel, geht mir so auf den Sack, ne? So, wir müssen den Yoshi irgendwie mitnehmen, weil wir kommen hier nicht mehr zurück. Das sieht man ganz klar.
Ein Zurückweg gibt es nicht. Hier können wir nicht vorbei. Warum auch immer wir hier nicht vorbeikommen. Es gibt keinen Weg hier vorbei. Hier unten irgendwas? Das ist ja tot. Selbst wenn wir den Yoshi haben, kommen wir nicht mehr hier weiter. Hier ist Ende des Levels. Was ist das? Jetzt mal ohne Witz. Ich habe jetzt nur eine Vermutung. Und zwar ist das eine Coin Snake, doch ist sie nicht aktiviert, weil ich schon eine Rewind Door benutzt habe. Das ist voll stumpf und ergibt eigentlich keinen Sinn, aber... So, mir ist scheißegal. Ich bin hier auch zum Überprüfen. Nö. Ich sehe keinen klaren Weg hier durch. Entschuldigt, Leute, aber das ist. Hier ist kein Weg durch. Ah! Schade. Ich brauche nicht mal einen P-Switch hierfür. Ich brauche eine Coins. Ich muss die Coinsnake aktivieren, aber ich kann sie nicht aktivieren. Wie könnte ich die Coinsnake aktivieren? Es gibt keinen klaren Schritt, wie ich die aktivieren kann. Sorry, wenn ich das so sage, aber... Es ist halt so. Mal hier drauf gehen. Was ist, wenn ich jetzt hier stehen bleibe? Ich will nicht nach links, ich will nach rechts. Tötet mich das jetzt? Dann machst du das jetzt mit mir jetzt? Och, ich kann alle aktivieren, Sippi. Ja, aber ansonsten habe ich auch keine Lösung. Ne, ich habe keine Lösung, ich habe keine Ahnung, Leute. Es tut mir leid an der Stelle. Ich werde den Part jetzt hier beenden. Es gibt keine offensichtliche Lösung. Beziehungsweise, es soll nicht mal offensichtlich sein, aber es gibt auch keine Lösung so. Man kann nichts machen. Der Yoshi ist gefangen. Man kriegt ihn da nicht rausgedrückt. So. So viel ist klar. Man kann den Yoshi füttern. Hip, hip, hurra. Aber auch nur mit 1, 2, mit 5 Dingern. Aber, ne? Da kommt man hier halt nicht mehr raus. Huhuhu. Okay. Dann ist man hier gefangen. Es ergibt keinen Sinn. Ich sehe immer noch keinen Sinn. Ich gehe jetzt alle meine Ideen durch, die ich noch habe, aber... Das klappt nicht. Eben. Jetzt haben wir das Leben hier hingekriegt. Das Leben ist ein Item, wo wir Yoshi füttern können. Haben wir drei... Ich hänge hier fest, ist das dein Ernst? Ja. Münze. Ich check's nicht. Hallo! Ich habe Leben bekommen dafür, dass ich nicht verstehe. Das ist aber nett. Das ist echt nett. Leute, das Leben opfere ich jetzt direkt mal wieder. Da ich das nicht verstehe und ich sehe keinen Zusammenhang und keine Lösung, werde ich mich echt informieren. Es kann ja nicht sein, dass ich nicht mal am ich sag mal jetzt so, dritten Screen vorbeikomme, sage ich mal so, denn SMW ist ja aufgeteilt in mehrere Gebiete und ich nenne es einfach mal Screens, so, ho. Ich werde mich informieren, ich sehe keine sinnvolle Lösung, tut mir leid, Leute. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Reinschalten, wir haben immerhin ein bisschen was geschafft. So, bis zum nächsten Mal, habt noch einen schönen Tag, bewertet den Part. Ja, noch sonst sowas, unten links, ne, Playlist, oben links, letztes Video.
Schaltet da doch rein. Bis zum nächsten Mal. Und Masa la Vista, Baby.